Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video 130. Heute teile ich das Video mal in zwei Teile ein, da ich zwar in letzter Woche wahnsinnig viel gemacht habe, aber es im Grunde genommen für euch recht ähnlich wäre mit dem Video der Vorwoche. Das heißt, ich habe da viel an der rechten Seite gemacht. Ich habe da viele Kleinigkeiten gemacht. Ich habe die Landschaft, was das angeht, den Unterbau verstärkt. Ich habe da, wie gesagt, mehrere Platten drunter gebastelt. Ich habe da wahnsinnig viele Teile irgendwo angepasst, sodass ich das leichter auseinandernehmen kann, leichter zusammenschieben kann, ohne dass es vielleicht später mal Probleme gibt, wenn man das Ganze irgendwo dann doch mal benutzen muss. Wobei ich sagen muss, dass die rechte Seite wahrscheinlich und hoffentlich nicht allzu oft aufgemacht werden muss, so wie das vielleicht im Hauptmodul der Fall sein wird. Und deswegen, wie gesagt, heute mal zwei Teile. Ich zeige euch das am Ende. Ich habe ein paar recht interessante Sachen noch gemacht. Aber ich habe das ein bisschen sparsamer diesmal eingesetzt, sodass wir eben, wie gesagt, nicht allzu viel davon sehen werden. Und das Ganze, wenn es weitergeht, dann entsprechend wieder zeigen werde. Und ich konnte noch nicht mal heute das Video reinspielen, was ich ursprünglich jetzt so ein bisschen geplant hatte, wo das Stellpult mal fertiggestellt wird, weil da fehlen auch noch ein paar kleine Sachen. Ich habe mich so ein bisschen in diesem Grünkram verloren, muss ich dazu sagen, aber es gehört halt dazu. Das ist nun mal die Basis für den Weiterbau, wenn ich die Landschaft baue, und das geht nun mal nicht anders. Und die rechte Seite, ich habe mich da jetzt ein bisschen rein verguckt, die möchte ich schon irgendwo demnächst fertig kriegen, aber vielleicht rede ich schon viel zu viel von der rechten Seite. Ich möchte euch erstmal den ersten Teil zeigen, was ich da gemacht wurde. Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit euch das mal gezeigt, wie ich mit dem 3D-Stift die Landschaft an neben dem Tunnelportal gestaltet hatte. Und das verlinke ich euch mal oben in der Ecke noch. Und da wurde ich unter anderem in den Kommentaren gebeten, ich habe sogar zwei E-Mails bekommen zu diesem Thema, ob ich den Stift nicht nochmal zeigen kann, ob ich ihn nochmal erklären kann, vielleicht irgendwas damit zeigen kann, was ich mache. Das möchte ich natürlich machen. Ist überhaupt kein Problem. Hier habe ich ihn liegen. Ich blende euch jetzt wahrscheinlich oder gleich irgendwann ein, wo ich ihn gekauft habe, wo man ihn bekommen kann. Man kann ihn natürlich auch bei Amazon bekommen. Da ist er allerdings recht teuer. Naja, ich sag mal so, man muss das Ganze vielleicht ein bisschen differenziert betrachten. Bei Amazon liegt dieser Stift, das ist ein Mynt 3D Pro. Ich hoffe, ich habe das Filament hier dran, dass man das jetzt in der Kamera so ein bisschen lesen kann. Ich weiß nicht, wo die beste Position ist. Ich glaube, hier muss das irgendwo sein. Und da kostete der Stift zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gekauft hatte, so um die 150, 159, also 160 Euro irgendwo rum. Wo er derzeit aktuell liegt, kann ich euch gerne nochmal raussuchen, dann würde ich es mit verlinken. Und ich habe ihn mir in Amerika direkt bestellt. Das hatte ich ja, ach, seht ihr mal, das erinnert ihr euch an das Video, wo ich neulich gesagt habe, wo ich mein Zeug alles kaufe? Ich habe Amerika vergessen. Ja, klar, habe ich vergessen. Es ist zwar nur indirekt für meine MOBA, aber es ist für meine MOBA. Was will ich sagen? Ach so, und da habe ich den Stift halt direkt in den USA gekauft, habe ihn mir bestellt. Und der war da relativ günstig. Ich habe ihn 80, 85, 89 Euro, müsste ich jetzt lügen. Und ich glaube da nochmal 10 Euro, 11 Euro Versand obendrauf. Und das war alles gut und schön, hatte ich mich auch gefreut. Da habe ich also richtig Geld gespart, als ich das gemacht habe. Und ja, dann klingelte irgendwann der Postmann bei uns und sagte, ich kriege von Ihnen noch 39 Euro Zollgebühren. Ja, unlustig, ich weiß. Und ich hätte ihn auch bei Amazon dann kaufen können, weil so viel Ersparnis war es da unterm Strich dann doch nicht mehr. Aber ich muss mal ganz kurz zu diesem Stift hier sagen, dieser Stift lohnt sich. Ich habe noch einen anderen, den habe ich natürlich an der anderen Raumecke hängen. Das ist auch ein sehr, sehr guter Stift. Das ist auch ein Stift, mit dem man relativ professionell arbeiten kann. Relativ professionell. Okay, passt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wo man auch vernünftig mit arbeiten kann. Und hat mir auch Spaß gemacht, damit zu arbeiten, und hatte mir dann einige Videos auch hier auf YouTube angeguckt und muss sagen, dass dieser Stift, dieser Mynt 3D Pro, Mynt 3D Pro,
deutlich, deutlich besser ist, wenn man ihn verwendet. Und der Aufpreis, wer damit ernsthaft was vorhat zu machen, so wie das bei mir jetzt hier demnächst passieren wird, ihr werdet sehen, ich werde wahnsinnig viel damit machen, auch in der Ecke, die ich da hinten, das befindet sich da irgendwo in der Ecke hinten dran, wo ich gerade arbeite, das zeige ich euch nachher gleich noch, werde ich wahnsinnig viel für die Landschaft mitbauen. Das heißt, damit kann ich so viele kleine Details machen, die ich sonst umständlich mit irgendwelchen, ja, wie will ich ihn sagen, Spachtelmassen machen müsste und sowas alles. Das ist ein bisschen quatschig, aber jetzt würde ich sagen, ich schwenke mal die Kamera runter, schmeiß das Ding an und wir gucken uns mal ein paar kleine Sachen an und dann kommt im zweiten Teil, was ich in der letzten Woche gebastelt habe, im relativen Schnelldurchlauf. Bis gleich, bleibt dran. So, aus einer anderen Position jetzt. Ich habe die Kamera einmal rumgedreht. Ich sitze immer noch am gleichen Platz. Und hier sehen wir mal die beiden Stifte, die ich habe. Und zwar ist das der eine hier oben. Das heißt, ein sehr, sehr guter Stift. Kann man überhaupt nichts gegen sagen. Funktioniert prächtig, macht auch guten Druck. Diesen ganzen schwarzen Teil hier habe ich da mitgedruckt. Hier ist noch das schwarze Filament drin. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier einen Hohlkörper gedruckt, einfach ein bisschen damit rumzuspielen und ging gut. Konnte man nichts dagegen sagen, aber ihr seht, ich habe hier zwei Tasten ausgebaut. Die Tasten, die sind natürlich noch da. Die sind dafür da, dass man das Filament vor und zurück bewegen kann mit diesem Stift hier. In diesem Stift, das sind die Tasten, die sind hier natürlich auch verbaut. Das habe ich hier in dem Fall als Schieberegler. Und ich muss sagen, dass viele, viele Funktionen, das heißt, der Druck hier vorne wird besser. Warte mal, ich will mal ganz kurz hier einen Stecker reinstecken. Jetzt wird es ein bisschen klimpern, weil ich den Stecker hier runtergeschmissen habe. Einziger Nachteil war durch den Kauf in Amerika, das Netzteil, was dazu geliefert worden war, war ein US-amerikanischer Stecker vorne dran. Das hat nicht funktioniert, aber ich sag mal, USB-Steck-Netzteile haben wir ja wahrscheinlich alle wie Sand am Meer. Und das ist dann überhaupt kein Problem, wenn man eins da hat. Ich stecke das mal hier drüben jetzt rein. Ups, komm mal her hier. So. Jetzt heizt der Stift hier hoch. Das hatte ich ja im letzten Video auch mal gezeigt. Hier fragt er mich jetzt noch, ob ich PLA drucken möchte oder was für anderes Material. Natürlich möchte ich PLA und ich habe 189 Grad Temperatur eingestellt. Ich drücke hier vorne drauf und jetzt fängt dieser Stift relativ schnell an zu arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt schon auf die 50, 60, gleich 70 Grad hoch. Das ist bei diesem Stift, der auch gut ist, dauert das eine gefühlte Ewigkeit. Und bei noch billigeren Stiften, es gibt Stifte für 30 Euro, lass die Finger davon, das macht absolut keinen Spaß. Da sitzt du ewig da, ehe da was passiert. Und wie gesagt, der Weise hier ist sein Geld absolut wert, wer damit arbeiten möchte. Diesen komischen Vogel hier drüben, den habe ich mit dem Stift gedruckt. Das ist jetzt nichts wirklich, wo ich demonstrieren kann, wie gut der ist. Ich bin ja kein Profi damit. Ich bin ja so weit davon entfernt, was Vernünftiges zu machen. Ich habe natürlich wieder die Felswand gemacht. Da habe ich eine Weile dran gesessen. Er ist übrigens jetzt fertig mit Heizen. Und das hat auch recht gut funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt übrigens, wenn ihr das wollt, ich kann euch gerne was verlinken. Ich kenne einen sehr, sehr guten YouTuber. Das ist ein Koreaner, der macht richtige Kunstwerke. Der verwendet diesen gleichen Stift. Ganz, ganz tolle Sachen. Und jetzt nochmal zu dem Stift. Hier habe ich praktisch die Einstellmöglichkeiten, wie schnell das Filament, das bildet hier vorne schon so eine kleine Wurst, wer das sieht, was das kommt so langsam ein bisschen herausgefahren. Und wie schnell das sich bewegen soll, ob das sehr langsam rauskommen soll oder ob das sehr schnell rauskommen soll. Hier oben kann ich die Temperaturen anwählen, wie gesagt, was hier oben im Display steht und hier drüben mit dieser Taste hier unten kann ich jetzt sozusagen anfangen zu drucken. Ihr seht das jetzt hier vorne. Ich hoffe, man kriegt das alles so ein bisschen rüber. Da kommt jetzt hier so eine Wurst raus. Und mit dieser Wurst kann ich natürlich dann drucken, was ich möchte. Was ich jetzt hier so, diese kleine Schlängellinie, ich hoffe, man sieht das jetzt hier alles. Das macht sich so viel besser mit dieser Variante des Stiftes. Und ihr seht, das geht relativ schnell. Das ist jetzt hier in Echtzeit. Und dass man da so ein bisschen was ausdruckt. Natürlich ist das am Anfang alles Quatsch, was man macht, das werdet ihr merken. Aber ihr seht, ich habe so ein kleines Stückchen Plastik jetzt hier irgendwo in einer relativ hohen Geschwindigkeit gemacht. Und aus diesem Teil, wenn ich ein bisschen Übung habe, das muss ich mal dazu sagen, ich habe es ja wie gesagt auch hinbekommen bei mir, ist da wirklich kleine Kunstwerke mit zu erschaffen und man kann sie alles selber drucken. Ihr seht, ich habe das ganz einfach hier nur auf meiner Arbeitsmatte gemacht, die wahrscheinlich jeder von euch hat
Und da kann ich dann, wie gesagt, mir irgendwelche Sachen ausdrucken. Ich bin jetzt hier mal nur in der Waagerechten. Ich kann natürlich auch nach oben drucken. Beziehungsweise, wenn man da was nach oben drucken will, empfiehlt es sich immer, wenn man irgendwie, ich habe jetzt gar nichts groß zur Hand, wird man doch hier hinten irgendwelche Hölzchen oder hier dieses Röhrchen, was ich hier hinten hängen habe. Wenn man das jetzt zum Beispiel ja was ausdruckt, so, dann macht man hier eine kleine Basis. Und jetzt könnte ich immer mit dem Stift hier rüber gehen. Seht ihr? Und jetzt kann ich natürlich mir erstmal einen Grund schaffen. Das ist jetzt wieder kein Tutorial, was ich euch hier zeigen möchte. So, jetzt höre ich mal hier hinten auf. Und wenn ich nachher, das lassen wir es kurz ein bisschen abkühlen. Wie gesagt, der hat ja die 189 Grad. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon so einfach rausziehen kann. Ja, da ist natürlich die Form, wie gesagt, ein bisschen, weil ich zu schnell war, naja, nicht allzu schön geworden. Aber wie gesagt, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich gut vorstellen, jetzt hat sich der Stift abgeschaltet wahrscheinlich, jawohl. Das macht er natürlich auch, um eine Weile schwatzt. Ich habe jetzt, wo habe ich denn, habe ich es überhaupt hier irgendwo rumliegen? Wahrscheinlich wieder mal nicht. Doch, hier habe ich es mitgebracht. Nochmal das Portal mitgebracht. Das hier, dieses Portalteil, das habe ich ja am 3D-Drucker ausgedruckt und habe dann hier an der Seite diesen Felsen angedruckt. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, der eine oder andere. Hier sieht man auf der Rückseite wunderbar, dass das natürlich aus diesem Material gemacht worden ist. Und ja, ich bin Laie, das sieht man. Aber ich denke mal, das Ergebnis hier gerade auf der Vorderseite mit den Felsen, das lässt sich sehen. Da hat man wirklich tolle Sachen. Gerade im Verbund mit dem, wie soll ich sagen, mit dem ausgedruckten Teil hier aus dem 3D-Drucker, das hält bombig. Ihr seht, ich habe das nur angedruckt hier auf der Seite, ja. Das ohne Frage kann man reinklipsen. Das ist wieder dieses abnehmbare Portal mit den beiden Magneten und passt irgendwo. Und jetzt, warte mal, jetzt ist er wieder heiß, genau. Und jetzt könnte man natürlich hier aus diesem Teilchen, was man hier gemacht hat, kann man drauf aufbauen. Das ist, wie gesagt, natürlich absoluter Mist, was ich hier gedruckt habe, aber ist ja auch egal. Man kann sich zumindest vorstellen, wo die Reise hier irgendwo hingehen soll. Jetzt könnte ich hier natürlich weiter andrucken, irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier drucke, ob man das für irgendwas verwenden kann. Wahrscheinlich nicht. Das ist irgendwelcher Blödsinn. Aber ihr seht, was ich meine. Jetzt kann man natürlich in diesem 3D-Bereich hier oben weiterarbeiten. Und was ich dann gemacht habe, wieso ist das da so eine schöne Landschaft geworden, so ein Felsen geworden, weil ich das zum Schluss bearbeitet habe mit dem Lötkolben. Da konnte ich, habe ich mir speziell einen gekauft dafür. Ihr seht, das Filament ist natürlich jetzt noch warm, deswegen ist das hier alles so ein bisschen beweglich. Aber ich wollte ja nur mal zeigen, wie man in die Höhe malen kann. Also man sollte jetzt nicht denken, man kann mit dem Stift hier anfangen und malt sich so einen Würfel auf den Tisch. Das wird nicht funktionieren. Einen Würfel würde man immer so malen, indem man sich erstmal ja, hier so einen Grundkörper malt. Natürlich sollte man das sich ein bisschen schöner machen irgendwo. Jetzt ein bisschen versteifen, festmachen. Und dann würde man im Grunde genommen, wenn man damit fertig ist, wenn das Ganze ein bisschen stabiler geworden ist, könnte man dann, müsste man es wieder trocknen lassen. Wie gesagt, das ist alles jetzt ein bisschen zu langwierig jetzt hier für das Video. Würde man sich das abnehmen von der Tischplatte, wenn es abgekühlt ist, das ist ganz schnell. Das ist jetzt, eigentlich müsste es schon soweit sein. Und wenn das dann schön fest geworden ist, dann mit dem Spachtel kann man das wunderbar leicht hier vom Tisch lösen. Dann würde man jetzt sich das nächste Teil auf dem Tisch ausdrucken. Nehmen wir mal an, das wäre dieses jetzt hier. Und dann könnte man das schon wieder mit dem Stift wie verkleben, will ich mal sagen, könnte man das hier zusammendrucken, weil wenn das Filament jetzt hier rauskommt, ist das ja wieder heiß, 189 Grad, und schmilzt natürlich das andere Teil damit an. Also man kann sogar drauf fassen, man könnte das jetzt schon am Anfang ein bisschen dran machen. Wir sehen, das hält jetzt schon, es hat sich also verbunden. Ich habe gerade mal die kleine Ecke hier unten damit gemacht. Da kann man wirklich viel, viel mitmachen. Ja, wer noch mehr dazu sehen will, ich denke mal, das ist sicherlich erstmal ausreichend, dass man sich vorstellen kann, was man mit diesen Teilchen überhaupt alles so anstellen kann. Wie gesagt, ich habe hier diese Wahnsinnsfigur gedruckt, habe ich mir so einen Fuß drunter gemacht, das sollte auch mal was werden, keine Ahnung, Heißluftballon, ich weiß es nicht. Einfach nur so. Man muss ein bisschen rumspielen, ja. Man sieht das ja hier drüben an der Seite schon, wo ich hier angefangen habe. Man muss natürlich anfangen, irgendwo Form zu schaffen. Also wie man das jetzt hier so auftragen kann, dass das schön dicht wird. Und damit das nachher eine schöne Oberfläche gibt, macht man das dann mit dem Lötkolben dann schön rein. Gut, ich denke mal, dass ich vielleicht sogar in der Zwischenzeit hier ein paar Bilder eingeblendet habe, wie ich schon meine Landschaft gestalte, weil ich jetzt ein bisschen länger schwafle, als ich das sonst immer mache.
Aber ich denke, es hat was gebracht. Wer sich dafür interessiert, kann sich da was gerne kaufen. Ich habe jetzt hier keinen Link, wo ich Geld mit verdiene oder wie auch immer. Das ist wirklich nur ein Link zum Hersteller. Und da kann man sich dann das machen. Ich werde euch natürlich in der nächsten Zeit auch noch viele Sachen zeigen, was ich damit so machen werde, wie ich das aufbauen werde. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen auch ein bisschen Anregung, irgendwas zu machen. Hier könnte man noch reindrucken. Ich will es nur zeigen, dass ich das eben alles verbinde. Das Teil ist im Grunde genommen fertig. Hier brauche ich gar nichts mehr dran machen. Ich will auch nicht mehr reindrucken, als notwendig ist, weil ich das jetzt natürlich alles in meiner Bahn schon angepasst habe. Nicht, dass jetzt das Ding nicht mehr passt. Ja, das muss ja auch nicht sein. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ich habe schon lange genug geschwatzt, werde ich entweder noch ein paar Bilder bringen, oder ich bin schon so weit, dass ich genug gesammelt habe und die Zeit schon wieder rum ist für das Video. Dann würde ich mich in diesem Fall von euch verabschieden. Ist noch Zeit, kommen noch mehr Bilder und ist keine Zeit mehr, bin ich jetzt fertig. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag, 16 Uhr, bin ich wieder für euch da. Bis dahin, macht's schön gut, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss!